Sekundärelektronenbilder entstehen, wenn Elektronen auf eine Probe treffen und in dieser Probe Atome sind mit einem Kern und außenrum die Elektronen und diese Elektronen hier von diesem Elektronenstrahl herausgeschleudert werden. Und diese Sekundärelektronen kommen aus einer sehr geringen Tiefe, vielleicht sowas wie ein paar Nanometer, also vielleicht 50 Nanometer, 100 Nanometer, irgend sowas in der Richtung, also sehr oberflächennahe Elektronen. Und diese Elektronen sind sehr niederenergetisch. Also wenn wir uns das Energiespektrum angucken, hier unten sind die Elektronenvolt und hier ist vielleicht 50 Elektronenvolt, dann kommen und hier die Intensität von Elektronen, die aus einer Probe irgendwie wieder rauskommen, dann sind die Sekundärelektronen hier vorne, also da gibt es ja viele Elektronen, dann kommen nochmal Elektronen hier raus, hier hinten sind und hier hat man dann den Backscatter Electron Peak und dazwischen müsste man eigentlich eine Lücke malen, da, also hier soll die Lücke, das soll die Lücke darstellen, da die Backscatter-Elektronen bei hohen Kiloelektronenvolt sind. Also je nachdem, nach Anregungsspannung vielleicht 10 bis 20 Kiloelektronenvolt Bereich. Als Sekundärelektronen, das ist jetzt das Wichtige, kommen hier aus diesem Bereich und sind sehr oberflächennah. Diese Backscatter-Elektronen, wenn die aus der Probe rauskommen und sehr niederenergetisch sind, also hier kommen die Elektronen raus, dann werden die von einem Detektor, der hier sitzt, das hier ist der SE-Detektor, abgesaugt in diese Richtung. Die anderen, die Backscatter-Elektronen, flitzen einfach vorbei, weil die sehr schnell sind und die sehr niederenergetischen, die werden dann hier Richtung SE-Detektor abgesaugt. Und da die SE-Elektronen sehr oberflächennah, also nur aus diesem sehr geringen Bereich hier kommen, bekommt man sehr gute Strukturbilder, also eine sehr gute 3D-Auflösung. Jetzt wollen wir zunächst mal anschauen, wie so ein SE-Detektor tatsächlich aussieht. Und dazu schauen wir mal in die Mikrosonde rein. Was wir jetzt hier sehen, ist zunächst mal hier hinten ein sehr helles Licht, weshalb, damit man die Probenkammer in der Mikrosonde überhaupt sehen kann, aber weshalb ist ja alles so, man fotografiert gegen das Licht, ist natürlich nicht so optimal. Jetzt sieht man hier, das ist hier am Polschuh, also von hier oben kommen die Elektronen runter, also von hier kommen die Elektronen nach unten und die kommen dann hier in der Mitte, also dort kommen die raus. Und dieses Runde hier unten, das hier ist der BSE-Detektor. Und das hier an der Seite, das hier, dieses Gitter, das ist der SE-Detektor. Und jetzt gucken wir direkt rein. Jetzt gucken wir mal von ein bisschen unten drauf und schauen, wie das dann aussieht. Jetzt gucken wir von unten drauf. Also hier in der Mitte, nochmals, kommen die Elektronen raus. Also hier kommen die Elektronen raus, von wirklich senkrecht. Wir gucken jetzt praktisch in die Kanone rein. Dann nochmal dieser Ring hier, ist der BSE-Detektor. Und das hier ist der SE-Detektor. Also wenn wir jetzt die Probe wären und beschossen würden mit Elektronen, dann würden von uns aus die Elektronen einmal rückgestreut werden, hier zum BSE-Detektor, die sehr schnellen. Und die langsamen würden dann abgesaugt. Abgelenkt, ist ja kein Saugen im Sinne von, dass ein Luftstrom ist, sondern ist in einem elektrischen Feld in Richtung SE-Detektor und werden dort detektiert. Und dann ist es wieder so, dass über eine Probe gerastert wird, also wenn das hier eine Probe ist, dann wird an diesem Punkt gerastert und alle SE-Elektronen aufgenommen, dann hier, dann hier, dann hier, dann hier und so entsteht das Elektronenbild. Jetzt wollen wir mal anschauen, wie dann so ein Elektronenbild aussieht. Das hier ist ein erstes Beispiel und man sieht hier unten die Skala, also 2 Mikrometer. Das heißt, wir sehen hier tatsächlich Strukturen im Nanometerbereich. Also wenn wir mal das hier angucken und das mal übersetzen, diese kleinen Pünktchen hier in die Skala, dann sehen wir, dass wir hier sowas wie vielleicht 10 Nanometer oder 100 Nanometer locker aufgelöst kriegen. Was wir auch sehen ist, dass wir eine sehr gute 3D-Struktur haben. Und das sehen, das ist, weil die eben nur von der Oberfläche kommen, dadurch ist das möglich. Und hier sehen wir jetzt, das ist jetzt eine
Matrix von einem Meteoriten, das ist der CV-Chondrit Allende. Und das sind einzelne kleine Körnchen, die wohl in der protoplanetaren Scheibe entstanden und dann sich hier aggregiert haben zu diesem Material zwischen den Chondren. Und diese einzelnen Plättchen, die man hier sieht, also diese Plättchen hier, das sind wahrscheinlich alles Olivine. Und wenn man dann was anderes anguckt in so einem Meteoriten, also zum Beispiel Chondren oder so, jetzt hier im BSE-Bild, dann kann man auch sehen, dass dass man hier etwas mehr 3D-Effekt hat. Ja? Also man kann hier richtig so Löcher erkennen oder dass es hier richtig so eben Risse sind. Lässt sich hier erkennen, ob das auch hier ein Loch und das hier ein Loch ist. Was man alles im BSE-Bild nicht sehen wird, das sieht jetzt sehr viel flacher aus. Dafür hat man einen besseren Phasenkontrast, den man hier zwar auch etwas hat, aber nicht ganz so gut eben wie im BSE-Bild. Und auf diese Weise entstehen SE-Bilder und beziehungsweise das ist der Informationsgehalt, den man aus BSE-Bildern, aus SE-Bildern erhalten kann.